So, nun befinden wir uns vor dem Heiligsten der Feuerwehr Hamburg, und zwar vor dem Büro des Oberbranddirektors Klaus Maurer. Herr Maurer, wir im südbayerischen Raum hatten vor 2 Jahren den G7-Gipfel. Sie legen noch einen drauf, machen den G20-Gipfel. Was bedeutet dieser Gipfel für die Feuerwehr Hamburg? Ich denke, Sie haben das ja bei sich auch erfahren. Das ist eine ganz große Vorbereitung, die da notwendig ist. Natürlich bauen wir auch Ihren Erfahrungen auch auf. Für uns ist das eine große Herausforderung, ist ein großer Einsatz, den wir in dieser Form auch selten haben. Wir haben uns entsprechend gut vorbereitet, wir haben sehr, sehr viele Einsatzplanungen gemacht. Wir kümmern uns natürlich in erster Linie darum, dass die Sicherheit in der Stadt wie an allen Tagen weiterhin gewährleistet ist, dass die Bevölkerung gut versorgt ist. Und natürlich sorgen wir auch für die Veranstaltung an sich, dass die rettungsdienstliche Versorgung in der Stadt gut aufgestellt ist, dass wir für Sonderlagen vorbereitet sind, der Brandschutz selbstverständlich und sicher funktioniert. Das alles bereiten wir gut vor, und das eine oder andere an Sonderlagen haben wir ebenfalls gut vorbereitet. Wir haben geübt, wir haben spezielle Einsatzszenarien noch einmal durchgespielt und wir haben nennenswerte Verstärkungen aus vielen Teilen der Republik. Wir haben Feuerwehren aus Berlin, aus Hannover, aus dem Ruhrgebiet, aus Dortmund, aus Köln, aus München bei uns, die uns in diesem Fall mit ihren Erfahrungen, ihrem Rat unterstützen. Insofern, glaube ich, sind wir gut gerüstet. Ja, danke schön. Sie haben hier einen wunderschönen Tresor in Ihrem Büro stehen. Sind hier die Einsatzkonzepte ganz geheim verstaut? Ja, die Einsätze sind natürlich schon vertraulich, aber sie müssen ja leben und sie müssen gelebt werden. Deswegen sind sie natürlich breit im Hause verteilt. Nein, in diesem Tresor befinden sich tatsächlich noch einige Spielzeuglokomotiven von Märklin mit dem Sonderdruck der Sonderedition des Deutschen Feuerwehrverbandes. Seinerzeit ist ja mal eine Lokomotive durch Deutschland gefahren, die Werbung gemacht hat für das Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr. Und da gibt es noch ein paar Exemplare, die vielleicht mal für ganz besondere Gäste hier auch dann als Geschenke zur Verfügung stehen. Jetzt ist das auch geklärt. Vielen Dank, Herr Maurer. Gerne.